Hallihallo, hier ist die Abby. Okay, ich stehe jetzt hier noch so ein bisschen rum und ich möchte euch gleich mal etwas erklären. Und zwar, ich möchte die 100.000 Starcoins Challenge machen. Und ich glaube, das ist die allerschwerste Challenge, die ich hier jemals gemacht habe. Und ja, wie genau das funktioniert, das erkläre ich euch nach dem Intro. So, okay, ihr Lieben, ich bin jetzt ja hier schon mal, weil ich gleich die Levelrunde hier mache. Erstmal schauen wir mal kurz, wie viele Starcoins ich auf meinem Konto habe. Und zwar 6.497 Starcoins habe ich jetzt hier auf meinem Konto. Und das ist noch nicht so viel. Ich glaube, bis 100.000 Starcoins brauche ich definitiv noch ein bisschen. Ja, und zwar die Idee ist natürlich nicht von mir, sondern die Idee habe ich bei der Epona Let's Play gesehen. Und der liebe Papa Smith schließt sich dieser Challenge an. Ich grüße dich ganz herzlich an dieser Stelle. Und ja, ich habe mir gedacht, oh nee, da muss ich natürlich mitmachen. Also ich bin ja ein Fan von solchen Herausforderungen und das ist so schwierig. Und irgendwie reizt mich dieser Gedanke, hier einmal 100.000 Starcoins auf dem Konto zu haben. Und ja, ich möchte das unbedingt mal sehen, ob das überhaupt möglich ist. Ich frage mich ja wirklich die ganze Zeit, ob das tatsächlich überhaupt möglich ist, so viel Starcoins auf seinem Konto zu haben. Das ist eine sehr spannende Frage, finde ich. So, ja, jetzt werdet ihr euch wundern, die Abby ist verrückt. Will sie sich 100.000 Starcoins mit einmal kaufen? Nein, natürlich nicht. Und zwar ist nicht das Ziel jetzt hier. Also mit einmal jetzt hier 100.000 Starcoins zu kaufen, das ist viel zu teuer. Ich glaube, danach werde ich auch pleite sein. Genau. Nein, also nicht mit einmal so viele Starcoins kaufen, das ist ja Wahnsinn. Nee. Also das Ziel besteht schon jetzt also das Ziel besteht schon daraus, ja, dass ich mir schon Starcoins kaufe, allerdings dann eben nur am Doppel-Starcoins, ja, Wochenende, weil das halt mehr Sinn macht. Da bekommen wir ja 10.000 Starcoins für 50 Euro. Genau, und ups, das wird natürlich ein bisschen dauern hier, bis ich dann 100.000 Starcoins auf dem Konto habe. Und ja, und am besten ist es natürlich, wenn man so wenig wie möglich Starcoins ausgibt. Also Pferdekäufe werde ich natürlich trotzdem machen, klar. Aber werde jetzt natürlich nicht ja, in einem Video jetzt hier 10 Pferde mit einmal kaufen. Das ist ja klar dann. Sondern ich kaufe ja so generell auch nicht jetzt so viele Pferde, muss ich sagen. Also ich finde, es hält sich noch so in Grenzen, weil ich meine, ich habe immer noch, ich habe es ja gerade gezeigt, wie viele Starcoins ich drauf habe und ich habe immer noch, also ich von, das ist immer noch von den, also das ist immer noch von den 100, ach, meine Güte, das ist immer noch von den 10.000 Starcoins, was also beim letzten Doppel-Starcoins Wochenende ich mir drauf gemacht habe, halt ist da noch was drauf. Oh, jetzt haben wir es. Genau. Und jedenfalls was wollte ich denn jetzt eigentlich? Oh, wieso backt das Pferd jetzt hier so? Ja, ich wollte jedenfalls damit sagen, ich werde trotzdem Pferde kaufen, aber eben nicht so viele und eventuell dann eher Pferde, die halt nicht so teuer sind, weil ich wollte ja zum Beispiel noch so ein Gotland Pony haben oder eben dann auch noch so ein ja so ein ja Araber-Pinscher und sowas, aber das ja, das müssen wir mal schauen, ja. Jedenfalls muss ich natürlich sehr sparsam damit umgehen und schaut mal, wie rot das hier ist. Das sieht ja schön aus. So, wir gehen mal kurz in den Heimatstall, weil ich nämlich mal noch was zeigen möchte. Und ja, besonders so Klamotten und sowas, die kann man ja auch mit Schilling. Wieso sind jetzt hier keine Pferde mehr drin? Ach, egal. Ja, die kann man ja jedenfalls auch mit Schilling kaufen, weil wenn wir mal hier in den Globalshop schauen, sagen wir mal hier bei Kleidung angenommen, dann können wir die ganzen Sachen ja auch mit Schillingen kaufen. Und mein Ziel ist jetzt natürlich auch, dass ich natürlich, also natürlich, meine Pferde noch auslevel. Das sind zwar jetzt nicht mehr so viele, aber es sind schon noch ein paar drin, die ich noch hier ausleveln muss. Ich kann hier mal ganz kurz hier reinmachen, dass man das auch sieht. So, und das sind alle.
Genau. Weil in der Zeit, wo ich die Starcoins so ein bisschen ja, man kann eigentlich sagen, anspare oder ansammle, level ich natürlich gleichzeitig auch die Pferde aus. Kaufe nicht zu viele Pferde oder wenn dann nur billigere Pferde, also günstigere Pferdemodelle. Und gebe die Klamotten eben eher mit Schillingen aus, weil durch das Leveln nachher bekomme ich ja sowieso Schillinge und davon kann ich dann eben die Klamotten kaufen. Ja. So, okay. Ich würde sagen, als Ziel würde ich, also, ja, es ist jetzt schwierig. Also mal, wie gesagt, die Challenge ist, dass ich hier auf dem Konto 100.000 Starcoins drauf habe. Wenn ich diese 100.000 Starcoins hier drauf habe, ist die Challenge bestanden und beendet. Ist klar. Wenn ich natürlich jetzt sage, oh nee, ich habe keinen Bock mehr jetzt da drauf, dann breche ich die Challenge ab. Aber ich möchte das eigentlich nicht. Und ich weiß auch noch nicht, wie lange das dauern wird. Wir haben ja jetzt, also ich nehme es die Folge gerade am 14. Februar auf. Und ich weiß nicht, ist halt immer ein bisschen schwierig, wann immer das Doppel-Starcoins-Wochenende ist. Aber ich denke mal schon, dass, also so schnell wie möglich halt. Also ich möchte jetzt nicht bis Dezember hier sitzen mit der Challenge, sondern möchte schon jede mögliche Gelegenheit dann nutzen, dass ich hier eben Doppel-Starcoins, ja, kaufe und das dann eben hier drauf lade. Aber ja, müssen wir mal sehen. Ja, wie gesagt, die Pferdekäufe werde ich jetzt nicht nochmal hier so, ja, toll, also nicht so, ja, nicht so viel halt machen. Und oh, die ist ja auch schön pink. Oh, wie schön das hier aussieht, Mensch. Werde ich jetzt nicht so, ja, nicht so oft halt, also so, dass wir halt die 100.000 Starcoins so schnell wie möglich zusammenbekommen und die Challenge erfolgreich beenden. Und was ich auf jeden Fall, warum geht das denn jetzt hier nicht? Und was ich auf jeden Fall noch sagen möchte ist, ich werde euch auf jeden Fall updaten. Ich werde euch regelmäßig updaten, wie viele Starcoins ich denn jetzt gerade aktuell habe, dass wir das so ein bisschen ja, mitverfolgen können, würde ich sagen. Und Pferdekäufe haben wir ja dann eigentlich auch noch bei Elina. Ich glaube, da habe ich jetzt auch keine Starcoins mehr drauf. Aber wir werden das schon hinbekommen, weil wir können ja schließlich in Star Stable noch viele, viele andere coole Sachen machen. Und ja, genau. Ja. Genau, da können wir halt viele, viele coole Sachen machen. So, ich glaube, das wäre erstmal soweit alles zu der Challenge. Ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen. Also, wie gesagt, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Ich versuche hier 100.000 Starcoins zusammenzubekommen durch natürlich auch kaufen. Ist klar, dass ich mir dann auch Starcoins kaufe und eben so wenig wie möglich hier ausgebe und meine Pferde natürlich in der Zeit auch auslevel. Das ist mein größtes Ziel und ich bin echt gespannt, ob man hier überhaupt 100.000 Starcoins drauf bekommen kann. Weil ich bin irgendwie immer noch so ein bisschen der Meinung, dass das bei 99.999 Starcoins dann eventuell enden könnte. Ich weiß nicht. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Ich lasse mich auf jeden Fall mal überraschen, ob das funktioniert. So, und ich glaube, das war es erstmal soweit mit dem, ja. Was mit dem Info-Video ist eigentlich nur ein Info-Video, ja. So, okay, ich bin super gespannt. Wie gesagt, ich update euch und dann wollen wir doch mal schauen, wann wir das Ziel erreichen. Und hier ist jemand vor der Kamera. So, okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen und ich bin gespannt, ob die Challenge jemand mitmachen möchte. Es ist schon ziemlich, glaube ich, schon ziemlich schwer und heftig. Ja, ich bin gespannt. Okay. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bis bald, ihr Lieben. If the world was end.